Das Kloster Blaubeuren wird um 1085 von dem Pfalzgrafen von Tübingen gegründet und erlebt einen relativ schnellen Niedergang. Angeblich ermordet im 14. Jahrhundert sogar ein Mönch seinen Abt. Mehr Bedeutung bekommt das Kloster dann allerdings wieder unter Herzog Ulrich, der hier den Blaubeurer Vertrag schließt und damit sein wirklich brutales Vorgehen gegen die Ehrbarkeit begründet. Bereits 1447 erwirbt Württemberg das Kloster und stiftet dann den Hochaltar, jenen spektakulären Hochaltar, den man wirklich anschauen sollte, wenn man in der Gegend ist, der aber von den meisten Touristen komplett ignoriert wird. Gleiches gilt übrigens auch für das Badehaus der Mönche direkt nebendran. Wirklich spektakulär, kaum jemand schaut's an. Dort, ganz in der Nähe, ist dann auch die historische Hammermühle, deren Schlagwerk aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts stammt und die heute noch funktioniert. Auch hier verirrt sich kaum jemand ein. Der durchschnittliche Tourist bestaunt stattdessen lieber den Blautopf. Ist ja auch verständlich, denn der ist wirklich spektakulär. Dieses tiefe Blau, das durch diese Pigmente im Wasser entsteht. Wirklich toll. Hier finden sich Touristen. Aber nicht nur die Touristen, sondern auch ein Denkmal, das vollkommen ignoriert wird. Schade eigentlich. Wir werden sehen. Kluge Statistiker hin rauskriegt, dass der Mensch ungefähr 58.000 Liter Wasser in seinem gesamten Leben trinkt. Sie werden es schon wissen. Das Wasser muss aber nicht zur Verfügung gestellt werden. Das ist in Baden-Württemberg nicht immer sehr einfach. Wir haben Regionen, die wasserreich sind, die kein Problem haben. Wir haben aber auch Regionen wie zum Beispiel der mittlere Neckarraum, wo es schon nicht ganz so viel Wasser gibt, überraschenderweise. Und wir haben halt Regionen wie hier die Schwäbische Alb. In dem Fall die höchsten Höhen der Schwäbischen Alb. Und die sind Karstgebiet. Die Schwäbische Alb ist das größte Karstgebiet Deutschlands. Und das macht es nicht einfach. Hier gibt es zwar, wie jetzt gerade auch, 800 bis 1000 mm Niederschlag im Jahr, aber kaum Oberflächenwasser. Warum ist es so? Naja, wie gesagt, Karstgebiet. Dafür gibt es Karstquellen, aber halt nicht hier oben. Kommen gleich nochmal drauf zurück. Wie kriegt man denn Wasser, bevor das Wasser einfach so aus der Leitung kommt? Zisterne ist eine Möglichkeit. Klar, man gräbt ein Loch, man stellt irgendein Behältnis auf und wartet halt, bis es regnet und dann füllt. Das Wasser wird brackig, also ideal ist nicht. Hier auf der Alb gibt es dann das System mit den Hühlen oder Hülpen oder Hilpen, verschiedene Ausdrücke, die ursprünglich wahrscheinlich tatsächlich original natürlich entstanden sind, also Einsinktrichter. Das heißt, hier sinkt, bricht der Boden ein, es bildet sich Mulde durch natürliche Prozesse, lagert sich Ton ab und das Ganze dichtet ab und dann können hier Seen entstehen. Die werden später dann auch noch von Menschenhand angelegt, wo man sie halt eher braucht. Problem beim Anlegen von so einer Hülpe oder Hüle ist, dass die dauerhaft feuchtkalter werden müssen. Also sprich, wenn der Ton eingebracht wird und dann trocknet, dann wird er rissig und das ganze Ding ist schon nicht mehr dicht. Da hat man in Campus Galli beispielsweise, hat man da Versuche gemacht und ist beim ersten Versuch ziemlich gescheitert. Also Hüle, Hülpe. Man braucht, wie gesagt, so einen Lettenschlag, also einen Eintrag von Ton, um das Ganze abzudichten und muss es warten. Das Wasser kommt dann da auch gern rein, beispielsweise über Gräber und Rinne, also oberirdisch. Arbeitsaufwand, aber nein, auch nicht unbedingt das Hygienischste, sodass das Wasser aus der Hülpe eigentlich eher zur Verfügung steht für Vieh- oder für Brauchwasser, als Feuerlöschbecken, aber halt nicht als Trinkwasser für die Menschen. Gut, was gibt es sonst noch? Quelle, klar. Wasser, das aus der Quelle sprudelt. Nur, wie kriege ich jetzt das Wasser von der Quelle zur Siedlung? Wasserleitungen. Da ist das Standardrepertoire zunächst mal sehr begrenzt. Es gibt entweder Tonleitungen, die sind aber sehr teuer, oder aber halt Deuchelleitungen, also sprich Holzstämme, die man aushöhlt, durchbohrt mit einem Deuchelbohrer oder Teuchelbohrer und die dann als hölzerne Wasserleitungen verwendet. Oder halt, es gibt immer noch die Variante mit den Brunnen. Brunnen graben und dann halt laufende Brunnen, im Idealfall Pump- oder Schöpfbrunnen. Das hat man
hier auf der Schwäbischen Alb auch versucht. Also Friedrich August Gwinnstedt hat im 19. Jahrhundert Bohrungen durchgeführt auf der Alb, hat aber relativ schnell feststellen müssen, dass das nicht funktioniert. Also die meisten Bohrungen kamen sowieso nicht auf Grundwasser, auf genügend. Und die wenige Bohrungen, die er angefangen hat, die wirklich Grundwasser gefördert haben, haben viel zu wenig Wasser geliefert. Also funktioniert halt schlicht und ergreifend auch nicht. Hinzu kommt, dass das Pumpverfahren, das so große Mengen aus großer Tiefe fördern konnte, auch erst im 19. Jahrhundert erfunden wurde. Genauso übrigens wie das Gießverfahren für Rohre, die dann diesen Druck aushalten mussten. Also bis ins 19. Jahrhundert ist das eigentlich auch keine echte Option. Was bleibt, ist, dass man beispielsweise das Wasser wirklich in Fässer auf Viehkarren hochschafft. Riesen Aufwand, auch im Winter nicht so furchtbar einfach natürlich. Man braucht aber das frische Wasser. Der Mensch, der noch nicht frisches Wasser konsumieren kann, trinken kann, dann ist er sehr anfällig für Typhus beispielsweise. Und auch das Vieh ist betroffen, also zum Beispiel die Rindertuberkulose schlägt dann zu. Hier in der Gegend, wo ich bin, bin auf der Hochfläche, auf dem Heuberg, bei Messstätte hinter mir. Da irgendwo sieht man den heutigen Wasserturm von Messstätte. In Messstätte war es beispielsweise so, dass es unterhalb Brunnen gab, die dann gleich wieder der sozialen Differenzierung diente. Also zum Beispiel die Pfarrfrau hatte das Vorrecht, wenn man an der Schlange stand am Brunnen, die Pfarrfrau hatte das Vorrecht, vorzugehen, an der Schlange vorbei. Solche Dinge. Anderes Kapitel. Altwürttembergische Orte sind auch verpflichtet, sogenannte Wetten anzulegen, also Wasserbäcke. Aber wie gesagt, das hilft halt bei der Frage nach Frischwasser nur sehr bedingt weiter. Warum haben wir jetzt hier das Problem mit dem Karst? Ganz einfach, weil eben hier der Niederschlag sofort versickert. Das Wasser ist nicht weg, es ist halt woanders, wie man heutzutage ja auch mit anderen Dingen sagt. Und es tritt dann raus bei Karstquellen, wie eben dem Blautopf. Die Schwäbische Alb als das große Karstgebiet hat immer die Frage, wie kriegt man jetzt hier Wasser hoch? Und man beginnt da relativ früh irgendwelche Lösungen zu suchen. Im 17. und 18. Jahrhundert gibt es verstärkte Versuche, die aber irgendwie alle auch nicht funktionieren. Bis schließlich der Herr kommt, für den jenes Denkmal ist. Karl Ehmann. Geboren 1827, also 19. Jahrhundert, wo die Technik dann die Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Karl Ehmann kommt ursprünglich aus Stuttgart, hat allerdings Erfahrungen im Wasserbau in England und in den USA gesammelt. Und dieser Karl Ehmann kommt 1866 ans württembergische Ministerium des Inneren und stellt seine Voruntersuchungen mit Plan über die Tunlichkeit einer künstlichen Wasserversorgung der Alborte des Königreichs vor. Das heißt, er hat tatsächlich schon mal Pläne aufgestellt, wie man es jetzt machen könnte. Er sieht vor, für die gesamte Schwäbische Alb 8 Pumpwerke, die dann auf die Höhen der Alb, also hier wirklich die höchste Alb, bis zu 50 Liter Wasser pro Person und pro Tag zur Verfügung stellen sollen. 50 Liter, heute haben wir im Schnitt 125 Liter, aber trotzdem für die damalige Zeit sensationell, weil wir reden jetzt wirklich von Trinkwasser, gebrauchsfähigem Wasser. Ehmanns Pläne sehen auch vor, dass innerhalb der Ortschaft alle 50 bis 70 Meter ein Hydrant aufgestellt werden soll. Und relativ schnell auch, wie das Ganze geregelt werden soll, dass man das Wasser nicht zu sehr verbraucht. Also es gibt relativ schnell Verbote dann für die zu realisierende Wasserplanung. Zum Beispiel Verbot, das Wasser zur Aufbereitung von Gülle zu verwenden. Gülledüngung kommt in der Zeit auch sehr stark auf. Oder Gärten und Wiesen damit zu bewässern, auch verboten, weil so viel Wasser hat man dann doch nicht. Oder die Wagen mit dem Strahl zu waschen. Mit dem Tuch, mit dem Lumpe ist okay, aber halt mit dem Strahl wegen der Wasserverschwendung. Und es wird auch sehr schnell geregelt, dass man dann bitte Wasserhahne schließen muss. Vor allem im Winter lässt man die in der Zeit sehr gerne offen, weil dann gefriert das Wasser nicht ein. Und vor allem bis 1909 gibt es keine Wasserzähler auf der Alb. Das heißt, man zahlt einen Anschluss, aber wie viel man tatsächlich entnimmt, bleibt jedem selbst überlassen. Und entsprechend verschwenderisch geht man dann doch damit um. Aber gut, zurück zu Ehmann. Ehmann, der wie gesagt dem Innenministerium diese Pläne vorstellt und da mehr oder weniger offene Türen einrennt. 1869 wird ein württembergisches Wasserbauamt gegründet und Karl Ehmann wird der erste Staatstechniker für das öffentliche Wasserversorgungswesen und kriegt im Grunde genommen den Startschuss.
Erste Schritte zur Albwasserversorgung werden unternommen in der Gruppe Schelkingen. Wie in Blaubeuren auch, ist die Situation in Urspring, nämlich ein Kloster in einem Topf, in dem Fall dem Urspringtopf, der übrigens genauso blau ist wie der Blautopf, aber halt nicht ganz so bekannt. In der Gegend ist auch noch der Achtopf. Dieses Kloster ist ein ehemaliges Benediktinerkloster, im 12. Jahrhundert rum gegründet vermutlich. Und hier, wie gesagt, wird die erste Albwassergruppe gegründet oder begonnen, die Albgruppe bei Schelkingen. Aus diesen beiden Töpfen soll Wasser entnommen werden und dann die Stufe, also die Geländestufe, hoch nach Justingen, Ingstetten und Hausen ob Urspring gepumpt, sodass hier in einem ersten Versuch tatsächlich 1300 Menschen versorgt werden können. Im Teuringshofer Pumpstation pumpen wir das hoch mit einem Wasserrad von 5,8 Meter Durchmesser, also ziemlich groß, mit Kolbenpumpen. 1870 ist der Baubeginn im Mai und bereits im Februar 1871 können die Gemeinden versorgt werden. Schelklingen, der erste Probelauf, funktioniert. Schelkingen hat also funktioniert. 1876 ist man dann schon so weit, dass man bereits 5 Versorgungsabschnitte fertiggestellt hat. Also es geht jetzt wahnsinnig schnell mit einem riesigen Aufwand. Aber man hat Blut oder besser Wasser geleckt und stellt fest, okay, es funktioniert, lasst uns Wasser auf die Alp bringen. 5 Versorgungen 1876 können bereits 17.000 Menschen mit Frischwasser versorgen. Sensationell, was über Jahrhunderte nicht funktioniert hat. 1881 sind dann bereits die Gruppen 2 bis 9 in Betrieb. Also es geht wirklich schnell. 1923, dann sind es 23 Wassergruppen für die Albwasserversorgung. Hier auf dem Heuberg ist einer der letzten Abschnitte, der gebaut wird. 1878 kommt Karl Ehmann direkt hierher, um die ganze Lage mal in Augenschein zu nehmen und beschließt, dass man hier dann auch Wasserhebung durch ein Pumpwerk machen soll, also von unten rauf, durch Wasserkraft, später entschließt man sich dann Dampfmaschine aufzustellen. Dafür werden 8 bis 15 cm weite gusseiserne, teuer, aber halt effektiv gusseiserne Rohre verlegt. 1885 bekommt er den Auftrag zur Bearbeitung auf dem Heuberg. Also er hat sich vorher angeguckt, hat auch wieder eine Machbarkeitsstudie angelegt und bekommt jetzt den Auftrag, jetzt setzt es auch um. Problem hier ist, dass ich mehr oder weniger auf der Grenze stehe zwischen Württemberg und Baden. Und beide hätten eigentlich gern Wasser, aber nur Württemberg hat bis jetzt Schritte unternommen, Baden nicht. Aber Baden schließt sich wahnsinnig schnell und sagt, ja, wir wollen jetzt unbedingt auch machen und dürfen sie dann auch tatsächlich. 1885 bis 86 wird erstmal die Pegelstände der hiesigen Quellen untersucht, ob die überhaupt funktioniert. Also nicht hier oben, hier gibt es gar keine, sondern halt auf der Stufe. 85, 86 und bereits 1887 kann man das erste Reservoir fluten. Dafür muss man 30.000 Kubikmeter Gestein wegsprengen. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Wasserreservoirs, die man anlegt, die sind so gestaltet, dass sie 6 Tage unter Volllast aushalten müssen. Also 6 Tage lang muss man in der Lage sein, ohne dass was nachfließt, alle Gemeinden damit zu versorgen. 6 Tage. Und gleichzeitig, während die im Betrieb sind, sie warten können. Technisch anspruchsvoll, funktioniert dann aber auch. Reinigung im laufenden Betrieb. 1888 widmet dann Ehmann einen Bericht über die Wasserversorgung des württembergisch-badischen Heubergs dem Staatsminister in tiefster Ehrerbietung. Da ist er dann seiner Meinung nach quasi fertig mit der Alp. 1889 geht Karl Ehmann in Rente und stirbt dann relativ schnell. Und sein Nachfolger wird sein Vetter Hermann Ehmann. Der wird 1905 geadelt. Also im besten Sinne Vetternwirtschaft, weil sein Vetter hat ihm vorher schon geholfen. Und so geht es immer weiter mit der Wasserversorgung auf der Alp und in Württemberg. Man weiß jetzt, wie es geht. Problem ist, man weiß zwar, wie es geht, aber die Bevölkerung findet es trotzdem nicht toll. Denn diese ganze Anlage ist wahnsinnig teuer. Und die Finanzierung ist halt so, rund 30% hier zahlt Württemberg, 30% zahlt Baden und der Rest zahlen die Kommunen. Die Kommunen, die stöhnen drunter und sagen, das ruiniert uns, wir brauchen das gar nicht. Sie brauchen es zwar trotzdem, hier aus Meschede gibt es im gleichen Jahr eine Stellungnahme des Gemeinderats, der sagt, wir brauchen keine Wasserversorgung und im gleichen Jahr eine Klage, wir haben zu wenig Wasser. Aber man will es halt nicht zahlen, darum geht es schlicht und ergreifend. Man versucht es, die Leute hier schmackhaft zu machen, indem man sagt, ja, aber ihr kriegt ja dann auch Arbeit und die wird ja bezahlt.
das sind tolle Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, nee, der Widerstand ist groß. Also wenn man auf dem Heuberg und in anderen Orten übrigens genauso die Wasserversorgung einweiht, dann gibt es da große Feste, also mit gedichten Triumphbögen und halt auch sehr viel Gemotze. In Meschede beispielsweise ist es so, dass die Bevölkerung dem Akt fernbleibt, also im wahrsten Sinne fern. Man steht hin, guckt diese Einweihung in den Triumphbogen an, aus Entfernung, der Kinderchor singt und so, aber die Bevölkerung hält sich weg. Man ist doch neugierig, aber man will nicht dabei sein. Obwohl die Albwasserversorgung extra wecken spendiert. Aber trotzdem, nee, da will man nichts damit zu tun haben. Aber nachher braucht man das Wasser doch, siehe die Wasserschutzmaßnahme, die ich vorher nannte. Kosten entstehen nicht nur beim Bau, sondern halt auch beim Betrieb. Unter anderem hat man natürlich Aufseher, die regelmäßig überwachen. Hier auf Heuberg ist übrigens so geregelt, dass das ein württembergischer Bediensteter tut. Wenn ein Badener mit möchte, darf er mit, muss aber eigene Kosten tragen. Also für Transport, Essen oder sonst was. Aber alles in allem ist man dann doch recht froh, dass die Wasserversorgung funktioniert hat und setzt sie dann hier auch um. Das gilt jetzt für den Heuberg oder für die Albwasserversorgung generell. Aber was ist im restlichen Land? Hier tatsächlich die trockenste Gegend, die man hatte, auch wenn es nicht so aussieht. Aber ich will schon mit Absicht im Regen, weil wie gesagt, Niederschlag gibt's, nur bleibt das Wasser halt nicht da. Gut, zurück. Was ist mit dem restlichen Land? 1912 wird eine Landeswasserversorgung in Württemberg gegründet, die unter anderem der Donauwasser entnimmt. Aber diese Landeswasserversorgung hat dann beispielsweise auch der mittlere Neckarraum im Visier. 1917 geht die in Betrieb und jetzt hat doch schon ein Großteil Württembergs tatsächlich fließend Wasser. Mittlerer Neckarraum ist deswegen schwierig, weil der Neckar gibt es zwar, aber jetzt so furchtbar viele Quellen für die wachsende Einwohnerzahl und das Wirtschaftswachstum. Die brauchen halt alle Wasser. Und so ist es, dass nach dem Zweiten Weltkrieg zwei Trockenjahre anstehen, wo es einfach wenig regnet. Ja, das passiert immer wieder. Und diese Trockenjahre zusammen mit Wirtschaftswachstum und zu großer Bevölkerung sorgen dafür, dass man erkennt, okay, man braucht viel mehr. Und so wird dann schließlich 1954 die Bodenseewasserversorgung gegründet. 1954 treten 13 Städte und Gemeinden dieser Bodenseewasserversorgung bei. Heute sind es über 180 Gemeinden, also schließen sie immer mehr an. Und die Bodenseewasserversorgung ist eigentlich eine totale Erfolgsgeschichte. Sie versorgt heute über 4 Millionen Baden-Württemberger, darf kein Gewinn erwirtschaften. Also sind tatsächlich die Wasserkosten, sind tatsächlich nur die Betriebskosten. Man entnimmt übrigens auch nur ungefähr ein Hundertstel von dem, was nachfließt. Also auch das ist kein Problem. Das meiste Wasser im Bodensee geht durch Verdunstung verloren. Gut, auch wieder ein anderes Thema. Aber die Bodenseewasserversorgung funktioniert. Übrigens, sie wird 24 Kilometer in einem Stollen unter der Alb durchgeführt, sodass auch hier die Schwäbische Alb mehr oder weniger wieder auf dem Trockenen sitzt. Ade.